werden die Sets, die mit dem neuen Update kommen, darunter zwei Monster-Sets und sechs Dungeon-Sets, tatsächlich eine Veränderung in The Elder Scrolls Online herbeirufen? Es handelt sich dabei um zwei schwere, zwei mittlere und zwei leichte Sets aus den beiden neuen DLC-Dungeons. Die wollen wir heute miteinander anschauen, besprechen, gucken, für wen da was Interessantes dabei sein könnte. Wir gucken uns das Ganze auf dem finalen Patch-Server an. Das heißt also, es sieht ganz danach aus, als ob diese Sets so oder so ähnlich kommen werden. Es wird daran so gut wie keine Änderungen mehr geben, denn wir befinden uns bereits in den letzten 2 Wochen des Testservers. Damit herzlich willkommen. Ich bin's wieder, euer Lexus vom offiziellen ESO Stream Team. Wir schauen uns das Ganze heute hier ganz genau im Detail an und ich möchte mich auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für alle oder bei allen, die unserem Discord-Server beigetreten sind. Tut das auch gerne über die Videobeschreibung, wenn ihr da Interesse dran habt, denn auf diesem Discord-Server könnt ihr immer sehen, zum Beispiel, wann ich live bin, aber ich freue mich immer super, dass meine Community so lieb zueinander ist. Wir schreiben uns hier gegenseitig guten Morgen und es gibt natürlich auch entsprechend einen ESO-Fragen-Channel, falls ihr irgendwelche Fragen haben solltet. Nun aber zurück ins Spiel. Da wollen wir ja nun letzten Endes einen genaueren Blick drauf werfen. Deswegen würde ich sagen, let's go, gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Ja, was gibt's hier Schönes? Es gibt jede Menge neue Sets. Wir wollen uns die sowohl einmal durchlesen als auch einmal austesten, wie wir sie triggern können. Ich hoffe, wir können sie so gut wie alle triggern. Das wird auf jeden Fall spannend. Das erste Set, was wir hier haben, ist ein leichtes Rüstungsset. Wie ihr sehen könnt, gibt es uns Magicka, gewirkte Heilung, Magie und Waffenkraft. Und überheilt ihr euch selbst oder ein Gruppenmitglied mit direkter Heilung, also sozusagen direkte Einzelzielheilung in diesem Falle, gewährt dies dem Ziel 6 Sekunden lang einen Effekt, wodurch dieser jede Sekunde 33% der Überheilung, höchstens jedoch 3300, als Schockschaden an Feinde innerhalb von 7 Metern verursacht. Okay, alles klar. Dafür müssten wir also quasi direkt heilen. Das können wir ja hier auf dem Templar wunderbar ausprobieren. Da eignet sich zum Beispiel Hauch des Lebens so als Standardding. Da kann man nicht viel falsch mitmachen. Und dann machen wir jetzt hier diese Blitze. Die sehen natürlich unglaublich mächtig aus. Die Animation ist sehr, sehr geil. Sehr spannend. Ist wahrscheinlich ein ziemlich interessantes Support-Set tatsächlich für Heiler. Könnte ich mir vorstellen, weil Heilungssets sind ja aktuell nicht wirklich möglich, nicht wirklich nötig. Ich denke mir allerdings, dass Support-Sets, die die Stats der anderen Spieler erhöhen, insgesamt wahrscheinlich interessanter sein werden für die meisten Heiler. Deswegen, okay, alles klar, kein schlechtes Set, nicer grafischer Effekt, aber ob das tatsächlich irgendwie insgesamt jetzt hier eine coole Veränderung mit sich bringt, das wage ich zu bezweifeln tatsächlich, ob das wirklich eine geile Sache ist. Ich meine, vielleicht ist ja der ein oder andere Heiler damit dabei und mag ja mal in den Chat ein Urteil darüber abgeben, ob ihr denkt, dass das was Cooles ist. Als nächstes haben wir dieses mittlere Rüstungsset, das gibt uns zweimal kritische Waffentreffer und Magietrefferwahrscheinlichkeit und offensive Durchdringung. Sehr, sehr mächtige Sets. Verursacht ihr kritischen Schaden, könnt ihr oder einen Verbündeten von der nächsten 8 Sekunden Vergeltung des Greifen beim getroffenen Gegner aktivieren. Damit ein kleiner Greif vorbeifliegt und Feind innerhalb von 5 Metern 10 Sekunden lang insgesamt 17.000 Blutungsschaden zufügt, dieser Effekt kann einmal alle 20 Sekunden eintreten. Denkt dran, ich bin ja auf einen Charakter, der ist nicht großartig ausgerüstet, hat keine Champion-Punkte, nichts. Dementsprechend werden diese 17.000 Blutschaden nochmal um einiges stärker skalieren, wenn ihr das dann tatsächlich im Spiel anwendet. Dementsprechend, ne, behaltet das im Hinterkopf, dass da noch, dass das wahrscheinlich sogar noch stärker sein wird, als wir es jetzt hier sehen. Wir gucken es mal. Also wir müssen kritisch treffen und dann können wir eine Synergie aktivieren, und zwar diese hier. Und dann kommt so ein Geistergreif von oben. Das können wir einmal alle 20 Sekunden machen. Und dann sehen wir daran, dass der Gegner blutet, dass der so Federn, ihr sehen könnt, irgendwie um sich herum gestreut hat so ein bisschen. Wir gucken, ob wir das nochmal aktivieren können. 20 Sekunden sollten ja relativ schnell rum sein. Und dann können wir das nochmal aktivieren und dann kann ich euch das nochmal zeigen. Da kommt der Greif und da seht ihr diese Federn, den Blutungseffekt, den wir da jetzt auf den Gegner gelegt haben. Sehr interessant. Das auf jeden Fall das zweite Set. Ist ein sehr mächtiges Schaden über Zeit-Set. Ich denke, im PvP könnte man da vielleicht mit Säulen von Nürn eine interessante Kombination machen. Vielleicht auch im PvE, wobei ich da denke, dass es weniger der Fall sein wird. Ich vermute, dass es stärkere Alternativen geben wird, sowohl im PvE als auch PvP. Gehe ich nicht davon aus, dass dieses Proc-Set irgendeine großartige Rolle spielen wird. Als schweres Rüstungsset haben wir dann Rüstung, Ausdauer und Lebensregeneration. Interessant, wenn ihr blockt, verbindet ihr euch
Verbindet euch dies 8 Sekunden lang mit dem Feind, falls dieser sich innerhalb von 8 Metern zu euch befindet. Solange ihr verbunden seid, erleidet jeder Feind, der die Verbindung berührt, jede Sekunde Frostschaden und besitzt eine zusätzliche 200% erhöhte Chance, Statuseffekte zu erleiden. Das ist ein unglaublich krasses Tankset, um zum Beispiel Brutalität bzw. Brittle auf den Gegner zu legen. Dadurch macht man als Schadensausteiler oder alle Schadensausteiler machen an den Gegner, der davon beeinflusst wird, der erleidet dann 10% mehr kritischen Schaden. Durch den Frostschaden sehr, sehr mächtiger Statuseffekt, dementsprechend gar nicht mal so uninteressant. Die Verbindung wird unterbrochen, falls ihr euch 8 Meter... Okay, alles klar. Also, ja, tatsächlich ganz interessant. Ich glaube, wir müssten dafür einen Angriff blocken von unserem Kollegen hier, damit wir uns das anschauen könnten. Aber es wird halt letzten Endes einfach ein Strahl sein, so wie bei Saan, der uns mit dem Feind verbindet. Ja, das könnte durchaus ein ziemlich starkes Set sein, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man damit relativ kontrolliert Brittle aktivieren kann, denke ich, dass das für Tanks durchaus interessant sein könnte. Kommt drauf an, in welchen Gruppen man unterwegs ist, in welchen Raid und so weiter und so fort. Ja, und jetzt gucken wir uns das letzte Set aus dem ersten Dungeon an. Die Sets, die wir uns gerade angeschaut haben, sind allesamt aus dem Krallenhort. Und passend dazu gibt es dann hier diese Maske. So sieht die aus hier an der Stelle. Also auch so ein Vogel. Vielleicht kann ich euch das mal optisch zeigen, weil das, ja, falls irgendjemand interessiert, ich finde, das sieht irgendwie im Bild sehr, sehr lustig aus. Ich würde gerne mal wissen, wie das dann so aussieht. Alles klar. Speziell. Muss man mögen, würde ich sagen. Und was haben wir denn hier? Wir kriegen Magicka und Ausdauer. Komischerweise weniger als bei anderen Sets. Das ist sehr interessant. Warum wir hier nicht gleich viel bekommen, wie zum Beispiel bei dem Set aus Falkenring etc. wundert mich ein bisschen. Verursacht ihr Schaden mit einem schweren Angriff, erhaltet ihr 8 Sekunden lang einen sich langsam vorwärts bewegenden Wirbelwind, der alle 3 Sekunden um 3 Meter anwächst. Feinde im Wirbelwind erleiden jede Sekunde 500 Schockschaden und 500 physischen Schaden. Verbündete im Wirbelbereich besitzen 10% verringerte Ausdauer und Magikakosten. Das ist ja interessant. Ziemlich starkes Support-Set tatsächlich. Ziemlich starkes Support-Set. Alter. Also bei Animation übertreiben sie auf jeden Fall ganz schön doll. In letzter Zeit, muss man sagen. Da hauen sie ziemlich krass raus auf jeden Fall. Was so Animation angeht. Ja, interessant. Das ist also auf jeden Fall das neue Set. Animationstechnisch unglaublich crazy. Riesengroß. Riesengroß, wirklich. Also die Fläche, könnt ihr sehen. Crazy. Absolut crazy. Cooler Effekt allerdings, auch verbunden mit einem 20-Sekunden-Cooldown. Weiß ich tatsächlich nicht, ob sich das lohnt im Vergleich zu anderen Sets, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, ob sich das lohnt im Vergleich zu solchen Sachen wie Sinfonie der Klingen etc. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Gucken wir uns das nächste leichte 5er-Set einmal an. Das schnappen wir uns mal hier, indem wir uns das hier dazwischenlegen. Eigentlich sollte das schon in meinem Inventar sein. Da ist es auch schon. Perfekt. Das nächste leichte Set. Magicka, Magie und Waffenkraft, offensive Durchdringung. Relativ starkes Set. Fügt ihr Schockschaden zu, besteht eine Chance von 15%, dass ihr dem Feind und bis zu 2 weiteren Feinden innerhalb von 5 Metern 1500 Schockschaden zufügt. Okay, ich glaube, wir müssen uns das nicht weiter so genau im Detail anschauen. Ist ein... Kann man vielleicht im PvP benutzen, aber da gibt es bessere Sachen, wie zum Beispiel überwältigende Woge. Überwältigende Woge würde ich jetzt mal als wesentlich stärker einschätzen im PvP. Dementsprechend, ich weiß ja nicht. Ich denke nicht, dass das ein interessantes Set sein wird. Auch wenn ein Schockschaden prinzipiell die Möglichkeit hat, Off-Balance zu aktivieren, klingt das für mich so unspektakulär, dass wir uns das hier auch nicht genauer anschauen müssen in diesem Video. Als nächstes haben wir Aelan des Zweiglings. Das ist das nächste Set, was wir uns anschauen wollen. Es handelt sich dabei auch wieder um ein mittleres Rüstungsset mit kritischer Waffentrefferwahrscheinlichkeit, Ausdauer, Magie und Waffenkraft. Verursacht ihr kritischen Schaden, stellt ihr 5 Sekunden lang 100 Ausdauer wieder her und erhaltet eine von bis zu 10 Kumulationen von Wildwuchs, wodurch eure maximale Ausdauer um 222 erhöht wird. Dieser Effekt kann einmal alle 0,5 Sekunden eintreten. Dafür müssten wir jetzt eine hohe Crit-Wahrscheinlichkeit haben. Die habe ich jetzt mit dem Char hier gerade nicht. Wir können also 2222 mehr Ausdauer durch den Spaß erhalten.
wenn wir denn regelmäßig den Spaß auch einsetzen. Hier sieht man das jetzt gerade, jetzt habe ich die auch wieder verloren durch die Crit-Sachen, die ich hier bekommen habe. Und ich habe auch Ausdauer wieder hergestellt. Ja, weiß ich nicht. Klingt für mich nach einem vielleicht, also könnte man ausprobieren, wie das sich so auswirkt im PvP als Sustain-Set, aber insgesamt würde ich sagen, klingt auch das ziemlich uninteressant, sowohl für PvE als auch PvP würde ich das als nicht sonderlich stark einschätzen. Als nächstes haben wir Gezeitenwechsel. Das ist das schwere Rüstungsset aus dem zweiten Gruppendungeons, der da heißt Gramm des Schiffbauers. Und dieses Set gibt uns zweimal Leben, maximale Ausdauer. Wenn ihr blockt, erhaltet ihr 10 Sekunden lang fließendes Wasser, wodurch euer nächster Wuchtschlag bis zu 6 Feinde innerhalb von 10 Metern einer Linie vor euch 4200 Magieschaden zufügt und sie 10 Sekunden lang mit größerer Verwundbarkeit belegt, was deren erlittenen Schaden um 10% erhöht. Dieser Effekt kann einmal alle 15 Sekunden auftreten. Also wir können eine 2 Drittel Uptime mit diesem Set erreichen und das sieht wie folgt aus. Hallo? Ich blocke und ich mache einen Wuchtschlag. Wenn ihr blockt, erhaltet ihr 10 Sekunden lang fließendes Wasser, wodurch euer nächster Wuchtschlag... Ich blocke und ich mache einen Wuchtschlag. Das muss ein Bug sein, weil genau so hatte ich das Set beim letzten Mal auch schon getestet und da hat es funktioniert. Ich hatte das schon mal getestet im Livestream. Das ist ja komisch. Schaut übrigens gerne mal vorbei auf twitch.tv/alexos. Ja gut, also eigentlich kommt hier halt dann so eine Wasserwelle, die Platsch macht. Vielleicht haben sie den Effekt entfernt, weil das zu crazy war. I don't know. Auf jeden Fall. Der zweite Effekt ist ziemlich gut und relativ einfach kontrollierbar. Und auch dementsprechend als AOE-Flächeneffekt nutzbar. Ich denke also, dieses Set könnte für Tanks in kleineren Gruppen, in Trash-Gruppen, wo viele kleine Gegner unterwegs sind, interessant sein. Darüber hinaus wird man vermutlich die größere Verwundbarkeit über andere Wege suchen, beziehungsweise versuchen, diese dort zu erhalten. Das ist so meine Einschätzung, was das angeht. Als letztes haben wir hier dann noch ein weiteres Monster-Set. Und zwar ist das dieses hier. Es wurde nochmal grundlegend überarbeitet, denn es war viel zu strong in der ersten Testserverwoche. Deswegen gucke ich es mir auch erst heute mit euch an. Maximales Leben. Wenn ihr eine ultimative Fähigkeit einsetzt, werdet ihr, wenn alle aktiven Effekte mit Schaden über Zeit und allen größeren und kleineren Beeinträchtigungen bei den 6 nächsten Feinden innerhalb von 12 Metern für jeweils 25 Ultimate verbraucht, ultimative Kraft um eine Sekunde verlängert. Ich glaube tatsächlich sogar, dass das noch nicht die korrekte Übersetzung ist, denn das liest sich für mich sehr nach der alten Übersetzung. Ich habe aber zum Glück für euch den aktuellsten Text hier schon so gut wie offen. Und zwar sollte das eigentlich heißen, ich suche es mal schnell raus. Bis gleich. So, ich habe das Ganze mal hier an dieser Stelle für euch rausgesucht, damit wir uns das dementsprechend in den Patchnotes mal ein bisschen genauer anschauen können, denn das stimmte an dieser Stelle nicht mehr überein. Das Set verlängert nicht mehr die Effekte von negativen Effekten und oder verlängert nicht mehr die negativen Effekte und des Weiteren wird die Länge jetzt um eine Sekunde pro 20 Ultimate verlängert. Das heißt also letzten Endes, dass wir hier pro verbrauchte Ultimate 20 verbrauchte Ultimates, eine Sekunde die negativen Effekte auf dem Gegner verlängern können. Das ist immer noch sehr, sehr stark. Ein sehr interessantes Set für vor allem Tanks. Ich denke, das wird definitiv ein Must-Have-Set werden. Es wird aber sehr spezifische Einsatzorte haben. Zum Beispiel, wenn man halt eben irgendwelche Raid-Content-Sachen macht, wo nur ein Tank mitgenommen wird in 12er-Gruppen und so weiter und so fort. Dort wird das, denke ich mal, besonders interessant sein. Ansonsten könnte es auch interessant sein, bei Vierer-Dungeons, Boss-Fights etc. Ich denke also durchaus, dass es ein sehr relevantes Set mit nischigen Einsatzzwecken werden könnte, was man definitiv dabei in seinem Inventar tragen sollte. Das ist zumindest meine Einschätzung. Wir müssen auch bedenken, wir kriegen hier nicht pro Kosten der Ultimate das Ganze angerechnet, sondern wir kriegen das Ganze pro verbraucht angerechnet.
Wir können bis zu 500 Ulti-Punkte sammeln. Auch wenn unsere Ultimate 220 ultimative Kraft kostet, können wir bis zu 500 ultimative Kraft sammeln und können diese dann hier einsetzen, was einer ziemlich langen Wirkdauer entspricht. Dementsprechend können wir da einiges raushauen. Das sind ja dann jetzt hier 25 Sekunden längere negative Effekte auf den Gegner und das ist eine ziemlich lange Zeit. Wenn man das gut timet mit zum Beispiel einem Necro und seinem Fleischadrenach in ETC, dann kann man da eine ganze Menge machen, denke ich mal. So zumindest meine Einschätzung zu diesem Set soweit. Das waren sie auf jeden Fall, die neuen PvE-Sets, die kommen. Es kommen auch noch neue PvP-Sets. Zu denen kommt am Montag noch ein weiteres Video, was ihr euch gerne reinziehen könnt. Dementsprechend lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich bedanke mich auch nochmal ganz recht herzlich bei all meinen Discord-Mitgliedern und allen meinen Kanalmitgliedern. Schön, dass ihr mit am Start seid, freut mich sehr. Und schaut gerne nochmal hier im letzten Video vorbei zu The Elder Scrolls Online. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Lexos. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein!